Ich habe nach dir gerufen. Ich wollte auch auf die Suche gehen, aber der Schneesturm hat tagelang nicht nachgelassen. Es tut mir so leid. Er streckt eine Hand zu einer Geste der Entschuldigung aus, zieht sie dann jedoch wieder zurück. Er kneift die Augen zusammen, um dich besser zu sehen. But wait. We did find you. When the thaw finally came, I saw you rigid, frozen. You cannot be Edith. Aber nein, wir haben dich gefunden, als es endlich getaut hat. Ich hab dich gesehen. Steif, erfroren, du kannst nicht Edith sein. Nein, wir sind in der Abtei, Gabenbringer, und du musst die Gezeitenbringerin sein. Seine Augen weiten sich. Lügen, korrekt, ich bin die Gezeitenbringerin. Nein, ich bin hier, um etwas zu finden, ein Reliquiar. Ich glaube, du bist immer noch verwirrt. Eine seltsame Annahme. Ich suche das Reliquiar. Do I imagine this? How can that be? The Abbey does not receive visitors. Bilde ich mir das ein, wie kann das sein? Die Abtei empfängt keine Besucher. Nun, es ist wohl nicht von Bedeutung. Die Gezeitenbringerin wird eines Tages kommen und der schreckliche Kreislauf wird sich fortsetzen. The halls of silence. They take our minds, memory by memory. It would be peaceful, we were told, like going to sleep. Die Eile des Schweigens, sie raubt uns den Verstand, Erinnerung um Erinnerung. Es wäre ganz friedlich, haben sie uns gesagt, als würde man einschlafen. Look around you. We, the low tide, who have been sealed down here all these many years, do we seem at peace to you? We are lost. Terrified. Sieh dich um, wir, die Ebbe, die so viele Jahre hier unten eingesperrt sind. Sehen wir aus, als hätten wir unseren Frieden gefunden? Wir sind verloren, verängstigt. Wer bist du? No one has asked me, and I don't know how long. I was... Who was I? I was... The High Abbot, wasn't it? Ich, das hat mich schon eben, weil ich niemand gefragt. Ich war, wer war ich? Ich war der Oberabt, oder nicht? High Abbot. Ferentis. That was me. Or the one before me, if not. No longer, though. I am just another brother of the low tide. Oberabt Ferentis, das war ich. Oder mein Vorgänger vielleicht. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin nur noch ein einfacher Bruder der Ebbe. I remember a woman. Was she my wife? She had curls in her hair, and she spoke softly. What became of her? Ich erinnere mich an eine Frau. War sie meine Gemahlin? Sie hatte lockiges Haar und sie sprach mit sanfter Stimme. Was ist aus ihr geworden? I carry so many memories that I took from strangers who wanted to be rid of them. I don't know what's mine anymore. Ich trage so viele Erinnerungen von Fremden in mir, die sie loswerden wollten. Ich weiß nicht mehr, welche meine eigenen sind. And there are so many holes. Every image a blur or a void. Und es gibt so viele Löcher. Dieses Bild ist verschwommen oder leer. Would that I could be free of this place. Free to make new memories. To know who I am. Ach, wäre ich doch nur frei von diesem Ort, frei neue Erinnerungen zu schaffen, zu wissen, wer ich bin. Was genau soll die Gezeitenbringerin tun? Die Gezeitenbringerin kommt, um den Oberabt abzulösen. Das Ritual heißt es... Es heißt... Ah ja, der Anstieg, ja. We carry so many memories. Tragic or dangerous some. We live above for a time, devoted to Andra. Wir tragen so viele Erinnerungen in uns, tragische oder manchmal auch gefährliche. Wir leben eine Weile oben im Dienste Ondras. Dann kommen wir hierher, um alles zu vergessen, um unsere Seelen von den Erinnerungen reinzuwaschen. Wenn das geschehen ist, wird eine Gezeitenbringerin gerufen. Those above, the high tide, they become the low tide. It means they are brought here to the halls of silence. Die über uns, die Flut, sie werden zur Ebbe. Das bedeutet, sie werden hierher gebracht in die Halle des Schweigens. But not before the old low tide are removed, drowned in a flood and swept away. Aber nicht ehe die alte Ebbe. Aber nicht ehe die alte Ebbe entfernt wurde, ertränkt durch eine Flut und fortgespült. Der Anstieg.
Ihr habt nicht selbst entschieden, herzukommen? Did we? We did. We chose it. When we thought it was our duty. And that it would be peaceful. Haben wir das? Ja, ja, wir haben es selbst entschieden, als wir dachten, es wäre unsere Pflicht und dass es friedlich werden würde. But the more we forget, the less we understand. Every day something familiar becomes strange. Aber je mehr wir vergessen, desto weniger verstehen wir. Jeden Tag wird etwas Vertrautes fremd. If I had known, I'd never have accepted my assignment to the Abbey. Nor would many, I suspect. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich meine Versetzung in die Abtei niemals angenommen, wie viele andere wohl auch, nehme ich an. He made his choice when he was of sound mind. He's not himself anymore. Better to finish the ritual and release him back to the wheel. Er hat seine Wahl getroffen, als er bei gesundem Verstand war. Er ist nicht mehr er selbst. Es ist besser, das Ritual abzuschließen und ihn wieder in das Rad zu entlassen. Was willst du von mir? There is a relic, an aspergillum, it was called. What was it? Es gibt ein Relikt, ein Aspergel. Es hieß es doch gleich. Er denkt eine Weile mit gefehlter Miene nach. Seine Lippen formen sich zu stummen Wörtern. Well, it doesn't matter. It controls the floodwaters, but also the outer floodgates. Andra's Witness, that is the name. Wie dem auch sei, es kontrolliert das Flutwasser, aber auch die äußeren Schleustore. Andras Zeuge, so heißt es. It is down here, but I don't recall how to reach it. The High Abbot knows. Es ist hier unten, aber ich weiß nicht mehr, wie man da angelangt. Der Oberabt weiß es. If you can find out from him, you could set us free. Open the gates. We would leave in peace and finish our lives in dignity. Wenn du es von ihm herausfinden könntest, uns befreien, die Tore öffnen. Wir würden in Frieden gehen und unser Leben in Würde zu Ende leben. Ist es wirklich klug, die Ebbe in diesem Zustand zu entlassen? We are all so old now. There is little damage we could do in this state. Er schmunzelt, wir sind inzwischen alle so alt, wir können wohl kaum mehr großen Schaden anrichten. Once we are free of this place, we will be able to make memories again. The confusion and paranoia will pass. Wenn wir erst von hier befreit sind, können wir neue Erinnerungen schaffen. Die Verwirrung und die Paranoia werden verfliegen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Arentes nickt abwesend. Use the door behind me. Safer that way. Nimm die Tür hinter mir, der Weg ist sicherer. Ich habe einen brüchigen Schlüssel erhalten. So viel zu sicherer. Okay, Alof, mach mal eine Steinhaut an. Wo war mein letzter Save? Hier war mein letzter Save. Ah. Das heißt, ich habe eigentlich keine andere Wahl, als gegen die Ebbe-Mönche hier zu kämpfen. Absolut. Ah!
Following your lead. Rip. Okay, so die Tomakratten vertauen. I'd be glad to. So, den lassen wir da oben liegen. Who's there? So, da klicken wir uns schnell durch. Is that a cupboard? Do I have the whole look around you? I remember. I carry, and there are wood that I eat. No, but not before did we. But he made his choice when there. If you can find, we are once we are. You. So dann. Ah, hier nochmal ein Quick Save. Und verschreckt die Jungs da drüben in dem anderen Raum nicht. Let's see what lies this way. Nehme ich mich einfach. Hier vorbeischleiche. Ein scharf verbeißender Geruch steigt aus diesen Tiefen dieser Grube aus. Jenseits dieser Tür kannst du Gesteine der Dunkelheit erkennen. Flüssen und Klagen schwach und chaotisch scheinen aus dem Inneren der versiegelten Halle wieder. Ich nehme mal an, ich muss hier jetzt. Unterschiedliche Szenen einer Meeresküste sind in vier Steintafeln graviert, die fast willkürlich auf unterschiedlichen Höhen an einem Netzwerk aus Schienen angebracht sind. Die Tafeln untersuchen. Die Tafeln sind an den Schienen befestigt, die kreuz und quer in verschiedenen Mustern verlaufen, welche sich dich an Seetang erinnern. In der Wand hinter den Schienen befinden sich vier Vertiefungen, die aussehen, als würden die Tafeln genau hineinpassen. Die vier Tafeln zeigen eine öde Küste, eine brennende Stadt, eine blühende Stadt und eine Flutwelle. Die Tafeln anordnen. Offenbar kann über das Schienennetzwerk jede Tafel in jede Vertiefung geschoben werden. Mhm. Welche Tafel willst du die erste leere Vertiefung schieben? Tafel der brennenden Stadt, weil das Ende ist. Du greifst die Tafel und schiebst sie aus dem Schienen in die erste verfügbare Vertiefung. Als die Tafel mit der Vertiefung an der Wand ausgerichtet ist, drückst du sanft dagegen. Sie gleitet ohne Widerstand in die Vertiefung und rastet ein. Welche Tafel willst du die erste leere Vertiefung schieben? Den eingelassenen Steinknopf drücken? Die Tafel bewegt sich von allein zurück auf ihre ursprüngliche Position. Brennende Stadt. Dann die Flutwelle. Du greifst die Tafel und schiebst sie auf die Schiene in die erste verfügbare Vertiefung. Als die Tafel mit der Vertiefung an der Wand ausgerichtet ist, drückst du sanft dagegen. Sie gleitet ohne Widerstand in die Vertiefung und rastet ein. Ja, also die erste leere, also die dritte jetzt, da kommt die Küste rein. Du ergreifst die Tafel und schiebst sie den Schienen in die erste verfügbare Vertiefung. Ja, die Tafel rastet ohne Widerstand ein. Und dann noch die blühende Stadt. So, die gleitet auch in die Vertiefung. Die verbleibenden Tafeln ziehen sich zurück und rasten ein. Hinter der schweren Steine ertönt ein metallisches Ächzen, gefolgt von einem gleichmäßigen Sohn. Eine kleine Kachel etwa in Hüfthöhe gleitet nach hinten. Darunter befindet sich eine Gravur. Sie zeigt eine Meereswelle, die um einen Halbmond gekrümmt ist.